Ganz genau, Alfred Schier, und bei mir ist Jens Geier von der S&D-Fraktion, Sozialdemokrat, und einer, der von Anfang an gesagt hat, er hält Ursula von der Leyen für nicht wählbar. Jetzt ist Ursula von der Leyen gewählt. Auf was muss sie sich einstellen, auf was stellen Sie sich ein mit dieser neuen EU-Kommissionspräsidentin? Also erstmal an der Stelle gehört es sich, dass wir gratulieren. Also das ist ein wichtiges Amt, was Frau von der Leyen übernimmt. Dafür hat sie jetzt eine Mehrheit des Hauses gewonnen. Und da wünschen wir ihr erstmal eine glückliche Hand. Das gehört dazu. Der Punkt, weswegen wir deutschen Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten ihre Stimme verweigert haben, hatte damit zu tun, dass wir im Wahlkampf den Menschen versprochen haben, wir wählen einen Spitzenkandidaten. Und das war sie nicht. Und deswegen haben wir gesagt, wir tun das in der Wahl, was wir auch vorher angekündigt haben. Und auf der Basis haben wir gesagt, wir bleiben bei unserem Nein. Haben Sie sich dann ein Stück weit auch isoliert? Weil letztendlich ist das ja auch in gewisser Weise eine Sackgasse gewesen. Es gab ja auch viele Sozialdemokraten. Davon muss man ja ausgehen bei diesem Wahlergebnis, die für Sie gestimmt haben. Also wir waren in der Fraktion eine Minderheit, das ist richtig. Aber wir waren eine starke Minderheit. Ich würde schätzen, bis zu 40% der sozialdemokratischen Abgeordneten haben mit Nein gestimmt. Insofern isoliert waren wir nicht. Trotz der ganzen Zugeständnisse, die sie in ihrer Rede formuliert hat, beispielsweise Mindestlohn, Initiativrecht, Parlament, als auch Arbeitslosenversicherung auf europäischer Ebene, eigentlich alles sozialdemokratische Kernherzensthemen. Ja, schauen Sie, da wird jetzt unser Punkt sein, dass sie das auch wirklich liefern muss. Weil bei vielen dieser Punkte ist es ja so, dass sie dafür die Zustimmung des Europäischen Rates braucht, der Ministerrat braucht, Geld braucht. Wir haben viele Versprechungen gehört, die sind auch, klingen auch gut in unseren Ohren, aber sie muss liefern. Und die Voraussetzungen dafür sind nicht gut. Aber wenn es an uns soll es nicht liegen, alle diese Dinge, die in unseren Ohren auch gut geklungen haben, dann auch in die Realität zu verhelfen.